Hallo meine Lieben und willkommen zur neuen Wochenbotschaft für die Woche vom 6. Dezember, ja genau, bis zum 12. Dezember 2021. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir auch gut geht. Meine Lieben, ich hätte jetzt wirklich wahnsinnig gerne die Karten live gemischt. Ich hatte auch das Video angefangen und habe live gemischt, aber ich habe regelrecht gemerkt, okay, es dauert wieder etwas länger. Und ich kann dir auf jeden Fall mal sagen, was für ein Gefühl ich vermittelt bekommen habe, während ich gemischt habe. Das war so ein Gefühl, ja, die ganze Zeit, ich habe gemischt und ich merkte, dass da irgendwas natürlich rauskommen möchte an Karten, ne? Aber irgendwie ist das noch nicht gekommen. Also ich habe das Gefühl, in der nächsten Woche wird es möglicherweise darum gehen, dass da irgendetwas lauert. Irgendetwas ist, was rauskommen möchte. Irgendetwas ist, was. Ja, möglicherweise geht es da um Aussprachen oder es geht darum, sich zu zeigen oder es geht darum, dass etwas auf dich zukommt, was noch nicht so, wo sich jemand noch nicht so richtig traut oder was noch nicht so spruchreif ist, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, unter der Oberfläche irgendetwas lauert, irgendwas kommt dann noch nicht so ganz raus, ne? Und ich habe mich dann leider Gottes dazu entschieden, zwischendurch anzuhalten und das dann off-cam sozusagen zu machen. Ich habe aber keine Ahnung, was für Karten sich drunter verbergen. Eine einzige Karte habe ich gesehen. Das ist hier diese, aber die allein, die sagt natürlich noch nicht so wirklich aus, um was es nächste Woche gehen wird. Ich kenne noch nicht mal die Karte, die jetzt hier bei dem Deck unten drunter ist. Das werden wir beide gleich gemeinsam erforschen. Wie ich schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, okay, irgendwie, irgendwas möchte zwar raus, aber dann doch nicht so richtig, wie als ob man sich noch nicht so richtig traut, oder? Es fühlt sich bei einigen von euch oder bei einigen von euch könnte es eventuell auch sein, dass da zwar etwas, dass da kurz etwas vom Explodieren sein könnte, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal. Ihr wisst Bescheid, das ist ebenfalls eine ganz allgemeine Legung. Also entweder es passt oder es passt nicht. Ne? Das ist nochmal das, was ich ganz kurz sagen wollte. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt nur ein Teil des Orakels auf dich zutrifft. Hier mitgebracht habe ich das Lightseers-Tarot. Und die anderen Karten, die ich da verwende, stelle ich dir entweder zum Schluss des Videos vor oder ich sage mittendrin, was ich gerade für eins benutze. Und wie immer werde ich das Orakel abschließen mit den Astrowürfeln. Okay, meine Lieben, wie gesagt, ich hätte wahnsinnig gerne live das alles gemacht, aber irgendwie hat das viel zu lange gedauert. Und ja, das ist, nee, ich wollte jetzt nicht irgendwie 3 bis 6 Minuten hier nur mischen und die Karten rausspringen lassen, so ein bisschen. Das ist bescheuert. Also deswegen, ich hoffe, es ist okay, dass ich mich dann dafür entschieden habe. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Karte an, die jetzt hier unten drunter ist. Darum geht es in der nächsten Woche für uns. Da haben wir die Königin, das Schwert haben. Also nächste Woche geht es wirklich darum, ganz klar und ganz genau zu wissen, wo es als nächstes hingeht. Es geht hier ebenfalls um einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn. Es geht hier um einen Sinn für Wahrheit, Sinn für Gerechtigkeit, für Fairness, Gleichberechtigung. Das ist auf jeden Fall das Gefühl, was ich hier ganz klar vermittelt bekomme. Es kann auch sein, dass du sozusagen die Königin der Schwerter bist. Möglicherweise bist du ein Luftzeichen, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Das kann eventuell auch der Fall sein. Es kann aber auch sein, dass du es mit so einer Person zu tun bekommst. Entweder mit so einem Zeichen oder aber mit einer Person, die wirklich sehr kommunikativ ist, sehr redegewandt, möglicherweise sogar auch humorvoll, aber an sich natürlich auch sehr, sehr gerecht und ehrlich auch, ne? Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, Kommunikation, Ehrlichkeit, Fairness, Gleichberechtigung scheint ja eine wichtige Rolle zu spielen. So, was haben wir jetzt hier? Da haben wir das Rad des Schicksals. Also irgendwie habe ich das Gefühl, nächste Woche wird einiges vorwärts bewegt. Das Rad, das sorgt immer dafür, dass etwas in Bewegung kommt. Es geht um schicksalshafte Ereignisse. Ne, lass mal sehen, was jetzt hier ist. Der Magier, okay. Die 3 der Kelche. Ich habe irgendwie das Gefühl, nächste Woche wird es irgendwie zu etwas kommen, wo Ehrlichkeit, Fairness, faire Entscheidungen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird. Möglicherweise geht es wirklich darum, dass du mit einem alten Zyklus hier abschließen wirst. Na? Und hier haben wir unten drunter der Magier oder den Magier mit der Nummer 1. Und hier haben wir die 10. Na? Also hier geht es um Ende, Neuanfang. Na? Es geht darum, etwas Altes zu beenden, damit etwas Neues kommen kann. Aber vor allem habe ich eher das Gefühl, das ist ja 1 und 0, also die 10, das ist ja ebenfalls auch eine 1. Also habe ich auch irgendwie den Eindruck, okay, nächste Woche geht es ebenfalls um Neuanfänge. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, durch den Magier könnte es wirklich sein. Ich bin vorsichtig mit solchen Redewendungen. Es könnte sein, dass es nächste Woche zu magischen
Ereignissen, schicksalshaften Ereignissen kommen könnte. Möglicherweise triffst du so eine Person, die von Schicksal her für dich bestimmt ist, so wie eine Art Mentor, guter Freund, gute Freundin, eine unterstützende Hilfe, das kann eventuell der Fall sein. Auf jeden Fall jemand Schicksalshaftes bei einigen von euch. Das ist auf jeden Fall das Gefühl, was ich habe. Es kann aber auch sein, dass es deine Energie darstellen könnte, dass du in der nächsten Woche, guck mal, die hat hier ein Schwert in der Hand. Also die ist hier auf jeden Fall eine Person, die kann sich gut zur Wehr setzen, die ist schlagfertig, ne, ohne jetzt irgendwie anderen zu beleidigen. Aber das ist auf jeden Fall eine Person, die hält hier nicht hinterm Berg. Ne, und ich habe das Gefühl, dass es jetzt nun für uns oder für euch ab der nächsten Woche darum geht, in diese Energie hineinzukommen. Ne, es ist schließlich die Königin der Schwerter und kein Page der Schwerter. Also die weiß um ihre Kraft, die weiß auf jeden Fall, sich liebevoll zu behaupten und sich durchzusetzen. Na? So, lasst euch aber bitte ganz kurz überlegen, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Ich habe trotzdem das Gefühl, durch die drei der Kelche wartet nun wirklich eine Zeit der Dankbarkeit. Bei den drei der Kelchen habe ich den Eindruck, es geht hier auch um mehrere Personen. Möglicherweise geht es hier um Teamarbeit oder du triffst dich mit Freunden, mit Gleichgesinnten. Dir wird hier eine Person geschickt, die schicksalshaft ist. Egal ob Männlein oder Weiblein übrigens. Eventuell Waage, Zwillinge oder Wassermann. Na? Die Zeit der Verwirrung ist vorbei. Die Zeit der Zweifel, des Zwiespalts, der Verwirrung, der Unentschlossenheit ist hier vorbei. Ebenfalls auch die Zeit der Traurigkeit. Die Zeit der Traurigkeit, der Trauer, der Enttäuschung, des Zwiespaltes, der Unentschlossenheit scheint ab der nächsten Woche sich ja auf jeden Fall aufzulösen. Und ich glaube, in diesem Wochenorakel jetzt, oder jetzt im letzten Wochenorakel, kam ja, glaube ich, auch drin vor, dass man hier auf jeden Fall neue Menschen kennenlernt. Ne, man hat hier mit etwas Altem absolut abgeschlossen, mit Enttäuschungen, mit Unentschlossenheit, mit Verwirrungen, ne, mit Selbstsabotage auch eventuell so ein bisschen. Damit hat man abgeschlossen hier durch die Welt. Der Kreis schließt sich, ne, und man begegnet jetzt wirklich Menschen, die nun wirklich schicksalshaft sind. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch im Abonnenten speziell gesehen. Ne, da kam doch, glaube ich, auch sowas in der Art. Und auch jetzt im letzten Wochenorakel, ne? Ziemlich interessant. Lass uns mal sehen, was hier rausgefallen ist. Da haben wir jetzt, sehr schön, das ist das Ass der Kelche. Bei dem Ass der Kelchen geht es auf jeden Fall um neue Chancen, es geht um neue Anfänge, es geht um neue Möglichkeiten. Aber vor allem habe ich auch das Gefühl, es geht um Herzöffnung, weil so wie diese Karte hier dargestellt ist, wie diese Person dieses Gefäß hier, das Gefäß mit Wasser oder Energie, wie auch immer, an ihr Herz hält, habe ich das Gefühl, es geht wirklich um Herzensangelegenheiten irgendwo auch, aber vor allem habe ich das Gefühl, es geht um Herzensverbindungen irgendwo auch. Es geht aber auch darum, das Herz zu öffnen, um Neuanfänge, möglicherweise im emotionalen Bereich, im spirituellen Bereich oder aber im Liebesbereich, weil die Kelche stehen für Gefühle, ist klar, für Emotionen, Gefühle, Liebe, aber auch Spiritualität, ne? Und das ist das alles, also geht es auch um Neuanfänge. Und ich habe ja eben gesagt, dass wir hier durch das Rad des Schicksals, das ist hier, ja, es geht, das ist die 10, also etwas geht zu Ende, habe ich ja schon gesagt, ein alter Zyklus der Verwirrung, der Enttäuschung, der Traurigkeit und so weiter, des zu harsh Seins, wird sich hier wird auf jeden Fall zu Ende gehen. Und dann, weil man bereit ist, sein Herz zu öffnen, weil man immer mehr in die Herzensenergie hineinkommt, wird man nun wirklich Menschen begegnen. Hier, auch durch diese Karte, wird man nun wirklich Menschen begegnen oder sich mit Menschen zusammentun, die da wirklich mit dir auf einer Wellenlänge sind, auch irgendwo. Diese Karte kann jetzt aber auch darauf hindeuten, dass du vermehrt nächste Woche rausgehen wirst oder vermehrt mit Freunden unternehmen wirst. Auch das kann jetzt der Fall sein, ne? So, was kommt nach dem Ast der Kelche? Der König der Schwerter, noch eine Luftenergie. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, hier ist der König der Schwerter auf jeden Fall bereit, Gefühle zu zeigen. Also, ich weiß nicht, möglicherweise scheint das jetzt hier ein Partner zu sein oder möglicherweise ist es so, dass du das bist oder es kann sein, dass es ein irgendjemand anderes ist, ein Freund oder ein Ex-Partner oder keine Ahnung, da musst du da mal gucken, ne, das wirst du dann sehen, wenn es soweit ist. Es kann aber auch sein, dass du das bist, ne, dass du vielleicht viel zu sehr in der männlichen Energie warst und möglicherweise weniger in der weiblichen. Hier haben wir die Königin. Es kann natürlich aber auch sein, dass ein Paar für dich wichtig werden wird, ein sehr starkes Paar, ein sehr kommunikatives Paar, ein Paar, was für dich auf jeden Fall, was dir Unterstützung bieten kann,
was dich weiterbringt auf deinem Weg, was dir dabei helfen wird, deinen Herzenswünsche zu erfüllen, dein Herz zu öffnen. Na? Auch das kann hier der Fall sein, dass hier ein Paar gemeint ist. Es kann aber auch sein, dass du und dein Partner, dass ihr bereit seid, gemeinsam euer Herz zu öffnen. Dass die harte Schale nun geknackt wird. Auch das kann jetzt ja wirklich der Fall sein. Ne, das ist auf jeden Fall das Gefühl, was mir hier richtig krass vermittelt wird. Also ich habe das Gefühl, die Zeit der Zweifel, des Zwiespaltes, der Enttäuschung, der Traurigkeit, das wird auf jeden Fall bald vorbei sein und man beginnt wieder mehr Spaß zu haben oder beziehungsweise man lernt zusätzlich noch sogar neue Leute kennen. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass das einige von euch hier ebenfalls darstellen könnte. Den König der Schwerter. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass du mehr von dieser männlichen Energie, mehr jetzt auch in diese weibliche Energie hineinkommen darfst. Ne? Dieses Unterstützende, dieses Nährende, dieses Gefühle zeigen und so weiter und so fort. Ne? Ich meine, die Männer oder allgemein die Könige, die können auf jeden Fall sehr, naja, bedacht mit ihren Gefühlen umgehen, sage ich mal. Nicht alle, um Gottes Willen, aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Auf jeden Fall sieht man, der kalte und harte König der Schwerter ist bereit, seine Gefühle zu zeigen, ist bereit, sich zu öffnen, guckt sich seine Gefühle an, ist bereit für was Neues, ist bereit, sich einzulassen. Also das ist genau das, was man hier sieht. Genau, das ist die ich schon gesehen hatte. Das sind jetzt hier die drei der Münzen. Und bei den drei der Münzen geht es auf jeden Fall um Teamarbeit. Da geht es darum, dass man gemeinsam an etwas arbeitet, dass man, ja, aber ich habe bei dieser Karte noch so ein bisschen das Gefühl, dass es hier auch um Unterstützung geht. Möglicherweise bist du auch gerade dabei, neue Erfahrungen zu machen im Bereich Liebe, Spiritualität oder dass du gerade neue emotionale Erfahrungen auch machst. Und da habe ich durch die drei der Münzen wieder das Gefühl, dass da jemand kommen wird, der dich hier dabei unterstützt, weil man sieht hier auch schon wieder mehrere Personen. Also mindestens eine andere Person, vielleicht sogar auch zwei, ein Pärchen eventuell, kann sich hier auf jeden Fall weiterhelfen, unterstützt dich auf jeden Fall auf deinem Weg. Das kann der Fall sein. Oder falls du wirklich einen Partner hast, wo ihr beide euch nun sozusagen wieder öffnet, ne? Wo ihr beide eure Gefühle zeigt und auch kommunizieren könnt, da habe ich das Gefühl, dass ihr wirklich daran arbeiten werdet. Lass mal sehen, was hier rausgefallen ist. Wow, das gibt es doch nicht. Ach, schau mal, das ist der Stern. Ja, sehr schön. Der Stern, also der Stern, das ist Wassermann-Energie. Also das ist sehr, sehr starke Wassermann-Energie hier, die hier auf jeden Fall fließt. Auch allgemein eine sehr, sehr luftige Energie. Es kann also sein, dass entweder du irgendwas mit Wassermann hast, oder aber die andere Person kann sein, muss aber nicht unbedingt. Das kann auch Zwillinge oder Waage sein oder ein anderes Sternzeichen, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall Wassermann-Energie, da geht es um Erneuerung, da geht es um Menschlichkeit, da geht es um Wohltätigkeitsarbeit. Die Wassermänner oder Wassermann sind ja bekannt für, das sind ja die Wohltäter, das sind die Menschlichen. Nächste Woche geht es ebenfalls auch wieder darum, menschlich zu werden, immer menschlicher zu sein, sein Herz zu öffnen, von Herzen zu dienen und weg mit der harten Schale, nicht immer nur hart zu sein, nicht immer nur Gefühle unterdrücken, nicht immer nur Masken aufsetzen, ne? Das wird in der nächsten Woche auf jeden Fall wegfallen. Was ich jetzt auch eigentlich noch sagen wollte, für all diejenigen unter euch, die sich wirklich in der nächsten Woche öffnen werden oder wo mit dem Gegenüber hier eine Herzöffnung stattfindet, wo ihr euch wieder begegnen werdet. Ihr werdet erstens daran arbeiten und zweitens durch den Stern wartet auf euch eine wundervolle Zukunft, weil der Stern ist die höchste Schutzkarte im Tarot. Also geht es auch irgendwo um höchsten Schutz, aber vor allem geht es hier auch um wundervolle Zeiten. Alles ist gut, alles wird sich wunderbar entwickeln. Aber für mich ist der Stern auch eine Zukunftskarte. Was für mich irgendwo heißt, okay, man plant hier, man arbeitet hier an etwas für die Zukunft. Ja, man beginnt hier sein Herz zu öffnen und man möchte hier oder ihr möchtet hier gemeinsam mit irgendjemand anderen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, hier an etwas für die Zukunft arbeiten. Etwas, was Bestand hat, etwas festigen sozusagen durch die drei der Münzen eben, ne? Und entweder möchtest du dich selbstständig machen, aber da habe ich dennoch das Gefühl, dass du hier Unterstützung bekommst, dass du hier nicht alleine bist, dass man dich hier wirklich mit Rat unterstützt, dass man dich hier wirklich, ja, dass man dir gut zuredet irgendwo auch. Ne? Also es geht hier wirklich um gegenseitige Unterstützung, dass man hier gemeinsam an etwas arbeitet, dass man hier gemeinsame Krisen bewältigt. Dafür stehen ebenfalls die drei der Münzen.
Na, also es geht hier ebenfalls nochmal um gewisse Prüfungen, die bestanden werden möchten bei den drei der Münzen. Aber das wird kommen, weil es einfach so sein soll durch den Stern. Na, das ist echt unglaublich. Oh mein Gott. Ah. Ich schwöre, ich habe die Karten nicht so rausgelegt. Aber für diejenigen unter euch, die mich kennen, ihr dürft das auf jeden Fall wissen, dass ich sowas nicht mache. Weil bei mir muss das auf jeden Fall alles so fließen, so wie ich es bisher auch immer gemacht habe. Und ja. Okay. Ich nehme jetzt mal das nächste Kartendeck. Jetzt benutze ich das. Das ist das Heavenly Bodies Astrology Deck. Und das schauen wir mal. Also es geht ja wirklich um Herzensöffnung. Es geht ja um Herzensangelegenheiten. Es geht um einen Neuanfang. Etwas, was mit deinem Herzen verbunden ist. Etwas, was mit. Ja, es geht um Herzensangelegenheiten. Es geht um neue emotionale Erfahrungen mittlerweile. Und es geht möglicherweise auch wirklich um Herzöffnung. Du wirst Menschen in dein Leben ziehen, die wirklich auch für dich bestimmt sind, schicksalshaft, weil du wirklich beginnst, dein Herz zu öffnen, weil du immer mehr in diese Herzensenergie hineinkommst. Na? Diese Zeit der Zweifel, der Trauer, was ich vorhin gezeigt habe mit dem Fünf der Kelchen und den Zwei der Schwertern. Danach kam die Welt, das wird sich schließen. Diese Phase wird ab der nächsten Woche oder ist gerade dabei, zu Ende zu gehen. Ja, das war jetzt hier eindeutig zu sehen. Also wirklich unglaublich geil. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es vermehrt immer mehr, jetzt abgesehen vom Orakel, das meine ich jetzt nicht, ich habe sowieso jetzt immer mehr das Gefühl, dass es für uns alle immer mehr darum geht, sich mit anderen auch wirklich von Herzen zu verbinden, andere wirklich zu unterstützen, andere dienen, ohne etwas zurückzuverlangen, ohne da jetzt ja Geld zu verlangen dafür, sondern wirklich sagen, wie kann ich dir helfen? Sei es, dass du deine Nachbarn unterstützt mit Einkaufen oder ältere Nachbarn, sei es, dass du deinem Partner bei irgendetwas hilfst oder sei es, dass du einem anderen einfach nur zuhörst, einfach für ihn da bist. Ich habe das Gefühl, in dieser Zeit ist das wirklich enorm wichtig und ich bekomme gerade eine riesen Gänsehaut. Ne, das heißt, dass es auch irgendwo stimmt. Wenn ich Gänsehaut bekomme, dann entweder weil ich friere, das tue ich gerade nicht, oder aber weil sich etwas für mich richtig und stimmig anfühlt. Ne, vielleicht fühlt sich das ja für dich auch richtig an. Also das ist enorm wichtiger, gerade jetzt auch durch die Zeit mit Corona und allem. Ist es ist da wirklich umso wichtiger, sich wirklich mit Herzen zu verbinden, für andere da zu sein und zu sagen, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Ne? Ey, ich habe jetzt gerade mal nur von den Tarotkarten gesprochen und ich bin jetzt schon fast bei 18 Minuten. Das gibt es doch nicht. Meine Lieben, an alle, die sich wirklich die Orakel von vorne bis hinten komplett ansehen, vielen, 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 vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich weiß das unglaublich zu schätzen. Und ja, also mir wäre das persönlich bei anderen möglicherweise ein bisschen zu lang. Aber wie gesagt, ich danke dir auf jeden Fall. Und ich möchte hier auf jeden Fall in die Tiefe gehen. Ich möchte nichts auslassen. Ich möchte alles ansprechen, was wichtig ist, was ich da wirklich fühle, was ich merke. Und das ist mir einfach wichtig. Vor allem ist es mir wichtig, dass du dich motiviert fühlst, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist in guten Händen auch irgendwo, dir wird geholfen, weil das ist mir unglaublich wichtig, weil Oberflächlichkeit kommt für mich nicht in Frage. Ich hasse Oberflächlichkeit, ja. Wow, okay, meine Lieben, wir schauen jetzt weiter. Ach ja, so, wir gucken mal, was nächste Woche noch für uns wichtig wird. Was kommt noch in der nächsten Woche? 6. bis 12. Dezember. Ja, ich nehme die beiden jetzt einfach mal. Was kommt noch in der nächsten Woche? Was wird in der nächsten Woche für uns noch wichtig werden? Was wird nächste Woche? Das wird ziemlich eindeutig. Alles klar. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Karte unten drunter. Opposition. Es geht also schon wieder um irgendwelche Kämpfe möglicherweise. Es geht hier um irgendwelche, ja, also man muss mal gucken, wo man sich hier so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt. Man muss aufpassen, dass man sich selber eventuell nicht so wirklich unter Druck setzt. Das bekomme ich hier rein. Aber es geht ja auch schon wieder um ein Ungleichgewicht so ein bisschen. Und es geht ja auch so, ja, so Kämpfe. Aber da habe ich eigentlich mal den Eindruck, okay, es geht jetzt darum, in Angelegenheiten, die wirklich sehr chaotisch sind, wo es drunter und drüber geht, wo du unter Druck gesetzt fühlst, dass du wirklich dafür sorgst, dass du in deiner inneren Mitte ankommst. Das hatten wir jetzt auch im letzten Orakel, was ich hochgeladen habe, in den Abonnenten-Spezialorakel. Da war das auch zu sehen. Und das Gefühl bekomme ich jetzt auch wieder rein. Ja, also es passiert gerade sehr, sehr viel Druck. Man wird ja unter Druck gesetzt.
Ja, nicht nur unbedingt von den Politikern und so weiter und so fort, sondern möglicherweise gibt es auch Menschen, die dich unter Druck setzen. Und da habe ich wirklich den Eindruck, bitte bleibe hier zentriert, bleibe ruhig, bleibe bei dir. Ja, das ist das Gefühl, was ich durch diese Karte reinbekomme. Es wird in der nächsten Woche durchaus noch einmal emotional werden durch das Wasserelement. Ne? Also du machst gerade oder ihr macht gerade emotionale Zeiten durch, sehr gefühlvolle Zeiten, neue emotionale Erfahrungen. Ne? Und deswegen ist es umso wichtiger, bei sich zu bleiben, auf seine Intuition zu hören, auf seine wahren Gefühle zu hören und vor allem sich selber auch wertzuschätzen. Weil das Wasserelement, da geht es ebenfalls um hohe Sensitivität. Also es kann wirklich sein, dass du in der nächsten Woche sehr, sehr sensitiv bist. Und hier sind Sternzeichen wie Krebs, Skorpion und Fische abgebildet. Ne? Also es kann sein, nächste Woche wird man auf jeden Fall sehr, sehr intuitiv, sehr spirituell. Ne? Also das ist auf jeden Fall das, was in der nächsten Woche wichtig werden wird. Weil ich habe nämlich auch das Gefühl, durch die Karte Sextil glaube ich, dass sich diese Emotionen, dass deine Herzöffnung, deine Gefühle, deine spirituellen Fähigkeiten, deine Antennen sozusagen, dass diese sich durch diese Karte hier so ein bisschen, dass das zu fließen beginnt und dass das sich vertiefen wird. Das ist auf jeden Fall das Gefühl, was ich hier habe. Guck mal, die Sonne. Hier geht es nämlich darum, wirklich die Wahrheit zu verkörpern. Waage. Ich habe ja gesagt, also es könnte sein, dass hier einige von euch es mit einer Waage zu tun haben oder möglicherweise bist du Waage. Auf jeden Fall geht es bei Waagen auf jeden Fall um Harmonie, es geht um Gleichberechtigung. Also das wird in der nächsten Woche wichtig werden, auch wenn man sich hier unter Druck gesetzt fühlt. Sorge bitte dafür, für ein Gleichgewicht, dass du in dir selbst ausgeglichen bist. Das wird wichtig werden in der nächsten Woche. Ja, weil gerade auch in der nächsten Woche noch sehr, sehr viel Druck passiert im Außen. So, was ist jetzt herausgefallen? Da haben wir jetzt das zweite Haus. Bei dem zweiten Haus geht es natürlich auch um die Sicherheit, beziehungsweise um die physische Sicherheit. Bei dem zweiten Haus geht es um Besitz, es geht um Eigentum, es geht um materielle Werte und es geht um Selbstwert, möglicherweise sogar auch um die Finanzen. Ganz genau. Wir müssen da mal gucken, was dann die anderen Karten sagen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, das Thema Selbstwert, die physische Sicherheit, die materielle Welt scheint hier auf jeden Fall nächste Woche sehr, sehr wichtig zu sein. Aber der Herrscherplanet vom zweiten Haus ist Venus und da geht es um Schönheit, da geht es um Selbstwert, da geht es um ja, Schönheit, schön dekorieren und so weiter und so fort, sein Selbstwert erkennen, zu sich selber stehen, ne? Okay, was ist jetzt hier rausgefallen? Von die beiden Karten sind ja zusammen rausgefallen. Da habe ich das Gefühl, dass die was zu sagen haben. Da haben wir jetzt Neptun. Es geht hier um deine Träume. Es geht um Vergebung. Es geht um Heilung. Es geht um die Spiritualität. Es geht um Dinge, die noch nicht so richtig gesehen werden. Und das ist genau das, was ich hier gerade einmal am Anfang gesagt habe. Ich hatte das Gefühl, dass hier irgendetwas lauert. Und bei Neptun ist es ähnlich. Neptun steht dafür, dass etwas noch nicht so richtig greifbar ist, dass man die Dinge noch nicht so richtig klar sieht. Und das Gefühl hatte ich auch beim Mischen, was ich dir am Anfang erzählt habe. Na, und da habe ich das Gefühl, dass es hier um irgendwelche möglicherweise finanziellen Angelegenheiten geht. Es geht um materielle Dinge, Dinge, die im Außen passieren sollen. Na, da habe ich das Gefühl, dass da irgendetwas lauern könnte, dass da irgendwas passieren könnte bald. Ich weiß jetzt nicht, irgendwas, was mit Geld möglicherweise zu tun hat oder mit Eigentum oder, na. Nichtsdestotrotz spüre ich trotzdem, mein zweiter Impuls oder mein erster, eigentlich erster Impuls, den ich hier hatte, als ich die beiden Karten jetzt gesehen hatte, war, dass es nächste Woche ebenfalls darum geht, etwas für seine Träume zu tun. Es geht bei Neptun um deine Träume. Was hast du für Träume? Was hast du für Visionen? Es geht darum, dass deine Fantasien, deine Träume, deine Visionen ins Außen gebracht werden wollen. Bei dem zweiten Haus geht es um Fleiß. Ja, es geht darum, etwas dafür zu tun. Okay, was haben wir noch? Das neunte Haus, spirituelles Wachstum. Ah, ja, das ist ebenfalls etwas, Entschuldigung für meine komische Lache, das war jetzt nicht boshaft oder sonst irgendwas. Das ist, weil das, ja, weil es passt, deswegen habe ich jetzt so komisch gelacht. Spirituelles Wachstum, das ist genau das, was in der nächsten Woche passiert. Es geht ebenfalls darum, nochmal etwas Neues zu lernen. Es geht darum, etwas Neues zu erkunden. Es geht darum, möglicherweise wollen einige von euch verreisen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, nächste Woche oder möglicherweise sogar auch jetzt schon, geht es hier auf jeden Fall um absolutes spirituelles Wachstum. Und das habe ich ja gesehen mit dem Ast der Kelche und was sich hier gezeigt hat, alles in den ganzen Tarotkarten vorhin. Und dadurch, dass ja der König der Kelche, was schon dich darstellen könnte, dass du wirklich dabei bist, dein Herz zu öffnen, was ja ebenfalls auch spirituelles Wachstum bedeutet. Na, das ist nicht einfach, sein Herz zu öffnen, sich so zeigen, wie man ist, seine Gefühle zu zeigen und so weiter. Das ist nicht einfach heutzutage, ne?
Das ist auch selten irgendwie gern gesehen, auch irgendwo, ne? Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was jetzt hier rausgefallen ist. Das fünfte Haus, und da geht es um Spaß, da geht es um, ja, es geht um Hobbys, es geht um Kreativität bei dem fünften Haus, es geht aber auch um Ausdruck. Nächste Woche geht es darum, dass du wirklich das ausdrücken sollst, was in deinem Herzen ist, ne? Wir sind ja hier einem Vogel. Beziehungsweise es könnte auch eine Nachtigall sein, die hier wirklich singt. Also es kann sein, dass einige von euch irgendetwas mit Gesang, mit Reden machen wollen, möglicherweise auch schreiben. Das kann bei einigen von euch wirklich der Fall sein. Und da habe ich wirklich den Eindruck, dass sich diese Fähigkeiten bei einigen von euch auf jeden Fall auch vertiefen werden. Das ist genau das Gefühl, was ich hier ganz, ganz klar gesagt bekomme. Und falls es wirklich dein Traum ist, irgendwie zu beraten, zu singen oder dich allgemein kreativ auszudrücken, zu schreiben oder wie auch immer, malen, zeichnen oder irgendetwas, was mit Kunst zu tun hat, dafür steht Neptun auch, da habe ich das Gefühl, dass das nun ab der nächsten Woche zum Ausdruck gebracht werden darf. Durch das zweite Haus habe ich das Gefühl, es wird an der Zeit, Pläne zu machen. Es wird an der Zeit, Pläne zu machen. Es wird an der Zeit, Pläne umzusetzen. Das ist das Gefühl, was ich hier ganz klar habe. Denn auf dich wartet eine neue Zukunft. Denn durch die drei der Münzen sieht man ja ebenfalls auch, dass hier etwas angegangen wird. Und ich habe das Gefühl, du bekommst Unterstützung. Durch die drei der Münzen, aber vor allem auch durch die drei der Kelche. Und weil ich glaube bei einigen von euch, dass der König und die Königin der Schwerter möglicherweise ein Paar ist, was dich dabei unterstützen könnte. Es kann aber auch sein, dass das eine, dass du die eine, dass das du bist, zum Beispiel der König der Schwerter, und dass die Königin der Schwerter eine andere Person ist, die dich hier dabei unterstützt. Ja, da musst du mal gucken, wie es für dich passt. Diese Person wurde nicht umsonst in dein Leben geschickt, weil unter der Königin der Kelche, ich wiederhole mich, ist ja das Rad des Schicksals. Und vor allem hier auch noch der Magier. Das ist magisch. Magische Begegnungen, magische Zufälle, Synchronizitäten, Begegnungen. Ja, also das ist hier schon ziemlich, ziemlich schön zu sehen. Okay, ich würde sagen, wir gucken weiter mit dem Quantum-Orakel. Nummer 1, Teacher. Teacher verkehrt rum. Dazu sage ich gleich was. Bitte nicht erschrecken, nur weil diese Karte verkehrt rum ist. Also ich bekomme da zwei Botschaften rein. Einmal kann es wirklich sein, dass du an einem Punkt bist, wo du zugeben könntest, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, ich schaffe es nicht allein. Das kann einmal sein, es kann aber auch sein, das ist aber das, was ich weniger sehe. Es kann aber bei den wenigsten von euch sein. Du musst mal gucken, wie es dann für dich hinhaut. Es könnte sein, dass hier eine Person auf dich zukommt, die zwar vorgibt, hier irgendwie ein Lehrer zu sein, wo du aber ein bisschen aufpassen musst. Ja, also hier ist es wichtig, auf deine Intuition zu hören. Achte hier wirklich darauf, wie du dich in der Gegenwart des anderen fühlst, weil nicht jeder Rat ist auch wirklich weiser. Achte hier unbedingt auf deine Intuition. Achte darauf, wie du dich fühlst mit gewissen Menschen in deiner Umgebung. Ja, also achte hier bitte darauf. Ja. Das ist das Gefühl, was ich richtig krass jetzt vermittelt bekommen habe. Ich sage nicht, dass diese andere Person dich irgendwie runterziehen möchte, bewusst, sondern ich glaube einfach, okay, es könnte hier eine Person geben bei einigen von euch, die gibt dir zwar einen guten Rat, aber dieser ist nicht wirklich, ja, für dich bestimmt, aber vor allem passt es auch irgendwie nicht zu dir, habe ich jetzt so das Gefühl, ne? Also hier ein bisschen aufpassen, ne? So, wir gucken jetzt mal, was in der nächsten Woche noch so Schönes kommt. Okay, nächste Woche. Was bringt uns allen noch die nächste Woche? Der 6. bis 12. Dezember. Was bringt uns allen noch die nächste Woche? Okay, ich habe das Gefühl, das reicht auch. Könnt ihr mal unten drunter gucken. Da haben wir Playing it safe. Es könnte sein, dass eine Person auf dich zukommt und sagt, geh doch lieber auf Nummer sicher. Ne? Es kann aber auch sein, dass du von dir aus so bist und sagst, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich traue mich hier nicht aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ne? Und da habe ich das Gefühl, dass da gerade jemand kommt, der dir dabei helfen kann, da auszusteigen. Discovery? Verkehrt rum? Okay. Okay, also was ich jetzt hier wirklich sehe, ist einfach Discovery, also die Entdeckung verkehrt rum. Da habe ich wirklich den
das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ja, es geht für dich darum, etwas Neues zu entdecken. Das hast du aber bisher nicht getan, weil du auf Nummer sicher gegangen bist, weil du dich nichts getraut hast, weil du auf Nummer sicher gehen wolltest, du wolltest den Weg der Sicherheit gehen. Und deswegen ist es so, weil du dich nicht bewegt hast, weil du den Weg der Sicherheit gehen wolltest, ist es so, dass du dich selbst, ein Teil deines Selbstes, nicht gefunden hast. Aber hier zeigen sich schon Taking Steps, ja, die Loving Woman verkehrt rum. Da habe ich das Gefühl, entweder ist es eine Frau, die mit sich selber nicht im Einklang ist, die nicht wirklich gefühlvoll ist. Es kann aber auch sein, dass das dich darstellen könnte, dass du bisher so warst, ja. Dass du keine Schritte unternommen hast, beziehungsweise die nicht für dich richtigen, sagen wir es mal so. Ja. Und hier sieht man richtig, okay, ja, du bist bisher wirklich auf Nummer sicher gegangen. Ne, du hast dir nichts zugetraut. Draußen hier geht die Post ab, aber du bleibst lieber an deinem kleinen Tisch in deinem wunderschönen Garten und bist weiterhin gelangweilt und unzufrieden. Ne? Das ist, weil du eben nicht deinem Herzen gefolgt bist, weil du nicht auf Entdeckungstour gegangen bist, weil du nicht nach deinem Puzzlestück gesucht hast oder du hast geglaubt, es nicht gefunden oder es nicht zu finden. Dabei war es die ganze Zeit vor deiner Nase. Ja, also das ist ziemlich eindeutig hier zu sehen. Lass mal sehen, was jetzt hier rausgefallen ist. Warte mal. Lass mal gerade hinlegen. The vast universe verkehrt rum. Okay. Kam dir nicht schon mal verkehrt rum vor kurzem? Ich weiß es gar nicht. Lass mich mal bitte ganz kurz überlegen. Bei dem Universum verkehrt rum habe ich einerseits das Gefühl, dass du in einer Phase bist oder vor kurzem noch warst, wo du sehr, sehr getrennt warst von der universellen Energie, von deiner Energie, von deinem Herzen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, nächste Woche, vielleicht sogar auch jetzt schon, hast du eine Begegnung mit einem Menschen, der dir dabei helfen wird, in diese Energie hineinzukommen. Deswegen guckt nämlich der knallharte Schwertkönig in das Ass der Kelche hinein. Was dafür steht, dass hier nun eine Herzöffnung stattfinden möchte, beziehungsweise dass es da wichtig wird, seinem Herzen zu folgen, dem Weg seines Herzens zu gehen, klare, faire und kluge Entscheidungen zu treffen. Ich sehe, du bekommst Unterstützung auf jeden Fall. Und ich sehe auch, dass du an einem Punkt angekommen bist, wo du Unterstützung brauchst. Und ich glaube, das wird dir auch bewusst. Weil sobald es dir bewusst ist, wird das Universum alles dafür tun, um dir zu helfen, um dir Menschen zu schicken, die dich auf deinem Weg weiterbringen, die dich unterstützen. Das ist genau das, was man hier sieht. Ich weiß, dass du Angst hast. Ich weiß, dass du Angst hast. Brauchst du aber nicht. Du wirst beschützt, auch wenn du es nicht immer sehen kannst. Nichts bleibt mehr so, wie es ist. Du kannst darauf vertrauen, dass alles gut wird. Genau. Das ist das, was ich jetzt gerade so ein bisschen gesagt bekommen habe. Oder was mir gerade gesagt wurde, besser gesagt, ne? Ja. Lerne bitte, auf dich selber zu hören. Lerne bitte, auf dein Herz zu hören. Lerne, auf deine eigene Intuition zu hören und nicht darauf, was andere dir einreden wollen. Mal abgesehen jetzt von dieser Person, die dann schicksalshaft in dein Leben kommt. Bitte pass auf, dass du auf deine Intuition hörst. Weil dadurch, dass du nicht auf deine Intuition gehört hast und in einem Leben warst oder in einer Situation warst, wo du sehr gelangweilt und unzufrieden warst, wo du dir nichts zugetraut hast, wo du ängstlich warst, war es deswegen so, dass du vom Universum, von der göttlichen Energie abgegrenzt warst. Dass deine Intuition nicht auf dem Punkt war, dass du dir selbst nicht vertraut hast, dass du dem Leben nicht mehr vertraut hast. Aber ich habe das Gefühl, das wird bald ein Ende haben. Du wirst hier Unterstützung bekommen. Eindeutig. Ja. Ich sehe, dass du dir eingestehen wirst, dass du Hilfe brauchst. Falls du es noch nicht tust, dann wirst du es tun. Wenn es darum geht, deine Träume wahrzumachen, ne? Ich sehe bei vielen von euch, es wird euch jemand helfen, gewisse Visionen, gewisse Wünsche, gewisse Träume zu erfüllen, in die Welt hinauszubringen. Das zweite Haus, das ist ein Erdelement. Da geht es darum, da geht es um das Äußere. Etwas möchte rausgebracht werden. Ja. Es geht darum, dass du damit Geld verdienen darfst. Irgendwann auch, ne?
Und ich sehe Erfolg. Ich sehe, dass Erfolg auf jeden Fall auf viele von euch wartet. Aber du musst dich nur trauen. Okay, das nächste Deck, das vorletzte. Da benutze ich das Oracle of the Angels. Und da bin ich gespannt. Okay, also ich habe immer wieder das Gefühl, Synchronizitäten, magische Ereignisse passieren, sowas wie Wunder, magische Ereignisse, Synchronizitäten, vieles geschieht jetzt gleichzeitig und alles geht jetzt hier wirklich seinen Gang. Vieles geht jetzt, kommt jetzt nun wirklich in Bewegung, weil ich das Gefühl habe, dass du eben auch in Bewegung kommst, ne? Also das ist genau das Gefühl, was ich hier richtig stark vermittelt bekomme, bei vielen von euch, ne? So, schauen wir mal, was nächste Woche noch auf uns wartet. So, nächste Woche, der 6. bis 12. Dezember. Was bringt uns noch allen die nächste Woche? Was bringt uns allen jetzt noch die nächste Woche? Was bringt uns allen jetzt noch die nächste Woche? Alles klar. Believe in Dreams. Na, wenn das kein Zufall ist. Ich sag doch gerade, Zeichen, Synchronizitäten, Zufälle, in Anführungszeichen. Also, guck mal. Du hast hier übrigens die Zahl 44 und die Zahl 4 steht übrigens dafür, dass die Engel die geistige Welt an deiner Seite sind. Es kann aber auch zusätzlich noch sein, dass die Engel dich hier unterstützen. Oder, ja, nee, das wollte ich nicht sagen. Ja, die Engel unterstützen dich. Das war jetzt eine wichtige Botschaft, die ich dir mitgeben sollte. Es kann sein, dass ein Engel in Menschengestalt dir wirklich hier helfen wird. Nichtsdestotrotz habe ich auch das Gefühl, dass einige von euch sowas wie Erdenengel schon sein könnten. Aber dazu, das meine ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ja, das kann sein. Aber vor allem geht es darum, dass du an deine Träume glauben sollst. Und vor allem geht es darum, dass du lernen sollst, es dir wert zu sein, ein Leben deiner Träume, nach deinen Träumen und Vorstellungen zu leben. Ne? Also du sollst es dir wirklich wert sein, durch das zweite Haus, deine Träume zu leben. Ne? Glaube daran, dass deine Träume Wirklichkeit werden können. So, jetzt muss ich mal ganz kurz sortieren. Da haben wir jetzt als nächstes, guck mal, du hast hier unbegrenztes Potenzial. Es geht um unendliches, beziehungsweise es geht um unbegrenztes Potenzial, was du hast. Und das wirst du in der nächsten Woche auch ebenfalls spüren. Du hast sehr, sehr viel Potenzial. Dir steht eine unbegrenzte Kraft, eine unbegrenzte Anzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, was du tun kannst oder wie du es tun kannst. Oder, ne? Also da habe ich wirklich das Gefühl, es geht um ein unbegrenztes oder unendliches Potenzial, was da in dir steckt. Ne, wenn du nur lernst, an dich zu glauben. Aber das wird kommen, immer mehr und mehr. Ne? Weil die Herzöffnung, die beginnt ja sozusagen schon. Ne? Das sieht man. Jetzt haben wir hier noch Loslassen. Es geht also darum, nochmal alles loszulassen, was dir im Weg steht. Es geht darum, alles loszulassen, was dir nicht dient, was dir die Kraft raubt. Es geht darum, alles loszulassen, was an dir zweifelt. Möglicherweise deine Gedanken, deine Glaubenssätze, vielleicht auch andere Menschen. Ja. Higher Thought, das ist der höhere Gedanke. Bei dieser Karte habe ich das Gefühl, es geht auf in ein neues Bewusstsein. Es geht auf in ein neues Bewusstsein, wo du das Alte loslassen wirst, dein altes Bewusstsein, deine alten Glaubenssätze, deine alten Gedankenstrukturen, dein Kopfkino, negatives Kopfkino, deine Selbstsabotage. Da habe ich das Gefühl, das wirst du loslassen und vor allem wirst du erkennen, wie viel Potenzial, wie viel Kraft in dir steckt, was dafür sorgen wird, dass du an deine Träume glaubst und diese nun ab der nächsten Woche angehst, durch das zweite Haus. Ja? Wow. Sehr schön. Übrigens hier schon wieder die 10, ne? Irgendetwas geht hier auf jeden Fall zu Ende. Guck mal, unten drunter hast du jetzt auch die positive Intention. Also man sieht ja auch auf jeden Fall, nächste Woche geht es darum, wieder positive Intentionen zu haben. Und man sieht ja hier eine Frau auf der Bank, die hier wirklich mit voller Liebe da das Getreide, die Früchte hält auf jeden Fall. Also hier geht es wirklich darum, das Beste zu wollen. Es geht darum, wieder positiv zu werden. Es geht darum, wieder anderen zu dienen, sich anderen zu öffnen, anderen etwas Gutes zu tun, ne? Genau, eine Tür wird sich ja auf jeden Fall öffnen. Eine Tür der Harmonie.
Eine Tür zu dem Unbegrenzten, zur Unendlichkeit wird sich hier öffnen, was nun wieder für Harmonie sorgt. Und ich kann mich daran erinnern, vorhin Waage gesehen zu haben. Also nochmal eine Bestätigung, dass hier auf jeden Fall eine Zeit der Harmonie auf jeden Fall auf dich warten kann. Einfach weil du dein Herz öffnest, weil du in eine sehr positive Intention und langsam aber sicher wirklich reinkommst. Also ich habe wirklich das Gefühl, deine schlechten Gedanken, deine Zeit der Trauer, der Enttäuschung, des Zurückblickens, des Kopfkinos, der Zweifel, des Zwiespalts, der Ängste, da habe ich das Gefühl, dass das ein Ende haben wird bald. Ich zeige es dir nochmal. Na, hier. Enttäuschung, Trauer, man trauert dem hinterher, was man verloren hat. Zweifel, Ängste, Kopfkino, Selbstsabotage, die Welt, das hat ein Ende. Etwas wird vervollständigt. Na? Etwas erreicht seinen Höhepunkt. Also etwas wird hier auf jeden Fall verendet werden. Auf dich wartet nun etwas Neues. Neue Menschen, neue Wunder, schicksalshafte Begegnungen, schicksalshafte Ereignisse. Also, wenn du mich kennst, wirst du wissen, ich bin kein Mensch, die gewisse Dinge einfach schönredet, die einfach nur sagt, ja, glaube daran, dass alles gut wird und du wirst den perfekten Partner haben, du wirst deine Berufung. So ein Mensch bin ich in der Regel nicht. Ich sage das nur, wenn ich das auch wirklich zu 100% hier sehe. Na, und das sehe ich hier. Also wirklich, also für all diejenigen, die mich kennen, ihr wisst, dass ich auf jeden Fall ehrlich bin, manchmal sogar auch gnadenlos ehrlich bin. Weil das ist einfach Voraussetzung für meine Arbeit. Weil ansonsten kann ich es auch sein lassen. Na? Ehrlichkeit ist für mich sehr, sehr wichtig. Und das ist eindeutig zu sehen. Das ist alles eindeutig zu sehen, was ich jetzt hier bis jetzt gerade gesagt habe. Wow, also du beginnst nun sozusagen wirklich in ein neues Leben zu gehen oder beziehungsweise in eine neue Ära, in ein neues Zeitalter. So fühlt sich das so ein bisschen an. Ne? Es ist komisch, also das ist echt krass. Ne? Es geht jetzt für uns alle, vor allem aber auch, wirklich darum, was ich eben vorhin schon gesagt habe, mehr in dieses Wir-Gefühl hineinzukommen. Gegenseitige Wertschätzung, gegenseitige Unterstützung, den anderen wirklich sehen. So wie er ist und nicht über deinen Kopf her, was du jetzt glaubst, wie der andere ist. Oder ja, es geht einfach darum, wirklich den anderen zu sehen, ohne darüber zu urteilen. Ja, ohne irgendwie zu urteilen, sondern wirklich anfangen mit Herzen zu sehen und zu sagen, hier, ich sehe dich, ich weiß, was dich gerade beschäftigt oder lass mich dir helfen. Das ist immer so das Gefühl, was ich jetzt hier richtig krass vermittelt bekomme. Ja, also das ist enorm wichtig. Und wie gesagt, jetzt auch gerade. In Zeiten von Corona ist das unglaublich wichtig, dass wir uns alle zusammentun, dass wir uns gegenseitig unterstützen und na, deswegen ist es in meinem Orakel auch unglaublich wichtig, dass ich hier so richtig 100% in die Tiefe gehe und dir so gut wie möglich helfe und alle Unklarheiten irgendwie hier schon in den Orakel aus dem Weg räume. Ja, das ist mir unglaublich wichtig. Und ich bekomme gerade gesagt, warte mal, ich habe irgendwie das Gefühl, übrigens danke für deine Geduld, ich kann mich gar nicht oft genug bedanken, bei dieser Karte, bei diesem Ungleichgewicht. Diese Karte zeigt sich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal oder zum zweiten Mal? Ich glaube, es ist zum dritten Mal. Und bei dieser Karte, ja, da geht es um gewisse Kämpfe. Es geht darum, dass du dich teilweise wirklich schwer tust, in deine Kraft zu kommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Karte abgeklärt werden möchte. Was ich jetzt nun erstmal tun werde mit dem Schutzengel-Tarot von Doreen Virtue. Ich hatte das Gefühl, dass ich das machen muss. Das Gefühl hatte ich auch vorhin mal ganz kurz gehabt. Und jetzt bekomme ich das zum zweiten Mal rein, also mache ich es jetzt auch. Was genau ist hier damit gemeint? Was genau ist hier damit gemeint? Was möchten die Engel, geistige Welt dazu sagen? Was genauer ist hier damit gemeint? Nee, das war es nicht. Obwohl. Die zweite Fülle, was die zweite Münzen sind. Im Moment mag es sich für dich so anfühlen, als sei dein Leben ein wenig aus dem Gleichgewicht geraten. Guck mal, Imbalance, das ist das Ungleichgewicht. Das gibt es doch nicht. Na? Vielleicht hast du mehrere Jobs oder versuchst, deinen Traumberuf zu realisieren. Es ist wichtig, die innere Leichtigkeit und Zuversicht nicht zu verlieren und mit deinem inneren Kind in Kontakt zu bleiben. Erledige deine Arbeit so vergnügt wie möglich. Multitasking mit einer positiven Einstellung führt zum Erfolg. Das ist etwas Ähnliches, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, wenn mich nicht alles täuscht,
Dass es wichtig ist, dass man wirklich bei sich bleibt. Auch wenn außen, im Außen sehr, sehr viel Trouble gerade passiert, sehr viel Trubel, sehr viel Sturm, sehr viel Kampf, sehr viel Druck und so weiter. Da ist es wirklich wichtig, dass du wirklich ausgeglichen bleibst, dass du standhaft bleibst irgendwo, dass du dafür sorgst, nicht abzustürzen. Und ne? Ja, das ist ebenfalls das, was das damit gemeint war. Alles klar. Okay. So, jetzt schauen wir mal, was in der nächsten Woche noch kommt. Beziehungsweise, das ist jetzt auch das letzte Deck und da werde ich jetzt nun gucken, was uns die Engel, die geistige Welt für die nächste Woche mitteilen möchten, was auf uns zukommt, was wichtig wird. Okay, 6. bis 12. Dezember. Was wird da wichtig für uns nächste Woche? Was wird nächste Woche wichtig für uns? Was wird in der nächsten Woche wichtig für uns? Was wird nächste Woche wichtig für uns? Okay. Unten drunter, das ist der Wagen, öffne dich dem Erfolg. Schau dir all, ja genau, schau dir all die wundervollen Dinge an, die du tun kannst, wenn du auf deine göttliche Führung hörst. Du hast so viele verschiedene Prioritäten ins Gleichgewicht gebracht und wunderbar Erfolg damit gehabt. Du wirst bald viel Anerkennung und Lob erhalten. Es gibt keinen Grund für dich ängstlich oder schüchtern zu sein. Gestatte anderen, dich mit der Dankbarkeit zu überschütten, die du verdienst. Es gibt keinen Grund, schüchtern zu sein. Es gibt keinen Grund, sich zurückzuhalten. Es gibt keinen Grund, weiter in seiner Komfortzone stecken zu bleiben. Ja? Okay. Unten drunter gucke ich auch gerade nebenbei. Das ist noch eine hohe Arkana. Hier ist, zeigt sich schon wieder der Magier. Manifestiere deine Träume. Na? Du bist bereit loszulegen. Es sind keine weiteren Vorbereitungen nötig. Nimm den ersten Schritt hin zu den Veränderungen, die du dir wünschst. Selbst wenn es kleine Schritte sind, achte sowohl auf Zeichen, die dir die richtige Richtung anzeigen, als auch auf Hilfsquellen und Unterstützung, die sich dir auf wunderbare Weise im perfekten Augenblick bieten. Ich habe gesagt, du bekommst Unterstützung. Du bekommst hier Unterstützung. Das ist genau das, was ich gesehen habe. Aber vor allem der Magier steht ebenfalls auch dafür, dass du bereit bist für einen Neuanfang, dass du bereit bist, deine Träume anzugehen. Der Magier steht dafür, weil du hast alles, was du brauchst. Na? Wow, sehr schön. Und jetzt dann noch unten drunter, weil jetzt hier der Herrscher, da geht es um Organisation, da geht es um Ordnung und Struktur. Das will ich jetzt nicht alles vorlesen. Noch eine hohe Arkana-Karte, der spirituelle Lehrer. Es kann sein, dass wie ein spiritueller Lehrer, wie gesagt, wirklich auf dich zukommen könnte. Ein Mentor, das habe ich gesagt. Ja. Aber es geht bei dieser Karte auch darum, wirklich sich einmal mal zurückzuziehen. Was haben wir jetzt hier noch? Noch eine hohe Arkana. Das ist schön, das Rad des Schicksals, glückbringende Veränderung. Da glückbringende Veränderung, spiritueller Lehrer, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das zeigt sich hier gerade schon wieder. Der Magier wiederholt sich. Ne? Und auch das Rad des Schicksals hier. Wow. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, was rausgefallen ist. Lass mal sehen. Da hast du jetzt hier. Oh, oh mein Gott. Yay. Noch eine 10 übrigens. Ja. Die 10 der Emotionen nennen. Eigentlich Emotionen, aber ist egal. Die 10 der Emotionen. Das Leben segnet dich mit einer wunderbaren und liebevollen Familie. Großes Glück und emotionale Erfüllung warten auf dich. Harmonie mit den Menschen, die du liebst, ist dir sicher. Indem du anderen Vergebung, Verständnis und Freundlichkeit zeigst, wirst du mit bedingungsloser Liebe belohnt. Guck mal. Also, diese Karte steht für mich auch oftmals für Seelengeschwister. Für die Seelenfamilie. Für die Menschen, mit denen du. Ja, wo du dich so richtig wohlfühlst, wo du dich fallen lassen kannst, denen du alles anvertrauen kannst. Ich habe das Gefühl, mit solche Menschen gibt es oder du triffst sie noch. Ja, das ist genau das. Wow, das ist echt unglaublich. Also also eindeutiger geht es nicht, oder? Wow. Der Bote der Emotion. Also es wird nächste Woche sehr, sehr unterstützend von deinem. Also ich sage dir erstmal, was ich fühle. Dann lese ich es vor. Also nächste Woche wird es sehr, sehr liebevoll werden. Du bekommst liebevolle Unterstützung. Dir schenkt man Nähe, dir schenkt man ein offenes Ohr. Man unterstützt dich hier auf jeden Fall, vielleicht sogar auch jetzt schon. Ja, also das spielt in der nächsten Woche ebenfalls eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es kann aber ebenfalls sein, dass du jetzt nun deine Aufgabe annimmst, als möglicherweise spirituelle Lehrer, hatten wir ja eben gesehen in dem Tarot, ne? Es kann wirklich sein, dass du nun in diese Energie hineinkommst auch. Aber diese Karte steht ebenfalls auch für Gefühlsoffenbarungen. Und hier sehen wir eine.
Ich glaube, es ist eine Taube. Hier sieht man eine Taube, die eine Botschaft überreicht. Ne? Also, dies ist der Beginn einer neuen emotionalen Erfahrung, habe ich dir vorhin gesagt. Ne? Habe ich gesagt. Also, die sich zu etwas Tieferem entwickeln könnte. Vielleicht erhältst du eine Botschaft, in der Gefühle zum Ausdruck kommen, von deren Entwicklung du nichts ahntest. Eine gesellschaftliche Einladung könnte bald auf dem Weg zu dir sein. Eine Person hat damit zu tun, die sehr Was? Eine Person hat damit zu tun, die sehr sanft und liebevoll ist und nur die freundlichsten Absichten hegt. Diese Person könntest du selbst sein, vor allem wenn du künstlerisch veranlagt, scheu und sensitiv bist. Es kann also, wie gesagt, sein, dass es auch du bist, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass du auch auf so eine, mindestens eine Person treffen wirst. Ja. Ein eventuelles Wasserzeichen, ein eventuelles Luftzeichen, vielleicht auch Jungfrau. Wir hatten hier vorhin das Sternzeichen Jungfrau. Vielleicht auch Widder hatten wir, Wassermann, Zwillinge, Waage, Krebs, Skorpion, Fische ebenfalls. Es kann sein, muss aber nicht unbedingt. Wow, also wie gesagt, nächste Woche geht es wirklich sehr, um sehr, sehr krasse positiven Gefühle. Die Zeit der Enttäuschung wird auf jeden Fall bald vorbei sein. So gut wie durch die Welt vorhin und so, ne? Hast du alles gesehen? Und ich sehe das Video 50 Minuten. Ach je. Ja, es soll so sein. Es soll so sein. Okay, meine Lieben, jetzt nun die Würfel und da bin ich gespannt. Ach, wow. So, die Würfel. So, was bringt noch die nächste Woche? Der 6. bis 12. Dezember. Nächste Woche. Was bringt uns noch allen die nächste Woche? Nächste Woche. Nächste Woche. Ja, das ist schwierig. Es ist immer noch eine relativ schwierige Energie, so eine abhaltende Energie. Es kann also sein, dass du dich selbst noch so ein bisschen abhältst. Deswegen nehme ich auch hier die Karte Playing It Safe, also auf Nummer sicher gehen oder sicher spielen, sozusagen, bloß kein Risiko wagen. Ne? Aber lass mal sehen, was jetzt hier rauskommen möchte. Nächste Woche, 6. bis 12. Dezember. Was kommt? 6. bis 12. Dezember. 6. bis 12. Dezember. Nächste Woche ist auch Nikolaus. Fällt mir gerade ein. Am Montag. Yippie! Nikolaus, 6. bis 12. Dezember. Was kommt noch? Na komm schon, sag's mir. Irgendwie ist das so ein Gefühl, ich traue mich richtig nicht zu würfeln. Ich weiß nicht, was das für ein Gefühl ist. Es ist immer noch so ein Gefühl, ja, abhalten. Man traut sich noch nicht so richtig. So, weißt du, man hat Angst, auf Nummer sicher zu gehen. Aber ich sag mal immer, das, wovor du am meisten Angst hast, das ist genau das, was du tun sollst. Ja? Okay. So. Jetzt aber, 6. bis 12. Dezember. Was kommt nächste Woche auf uns zu? Was wird wichtig werden für uns alle nächste Woche? Geh doch. Oh, schon wieder. Schon wieder Neptun. Guckst dir an. Du hast hier Neptun und hier ist er übrigens auch. Hier haben wir Krebs und das 11. Haus. Wie ich schon gesagt habe, nächste Woche geht es darum, menschlich zu werden. Es geht ebenfalls um neue Freundschaften, die geknüpft werden. Möglicherweise wirklich mit einem Krebs. Das kann sein, dass ein Krebs auf dich zukommt. Oder aber eine Person, die sehr, sehr mütterlich ist, die sehr feminin ist, die sehr gefühlvoll, intuitiv, häuslich ist auch eventuell. Ne, das ist ebenfalls das, was ich hier richtig reinbekomme. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, nächste Woche geht es bei einigen von euch ebenfalls darum, gemeinsam an einem Strang zu ziehen mit Familienmitgliedern, mit der Familie oder mit jemandem, mit dem du zusammen wohnst. Das kann der Fall sein. Möglicherweise findet auch ein Treffen statt nächste Woche, dass ihr euch mit Freunden trefft. Bei jemandem zu Hause oder so, ne, das weiß ich jetzt nicht. Das kann ja sein bei einigen von euch. Lass mich mal bitte ganz kurz überlegen. Das 11. Haus. Das 11. Haus, da geht es um Freunde, Freundschaften mit einem eventuellen Krebs. Ich habe das Gefühl, dass es nicht, bei einigen von euch zumindest, dass es nicht die Person ist, die du glaubst, also das ist nicht die Person, die sich hier zeigt, sage ich dir gleich, weil Neptun steht ebenfalls auch für geheime Feinde. Ja, es kann also sein, dass in der nächsten Woche möglicherweise, dass du es mit einer eventuellen Krebsperson zu tun hast, die aber nicht das ist, was sie vorgibt zu sein, wo du nicht so richtig weißt, okay, was hat das jetzt nun damit auf sich?
Das kann eventuell auch der Fall sein. Möglicherweise ist diese Person Krebs, sehr sensibel, fürsorglich, möglicherweise ein Familienmitglied. Das kann der Fall sein. Ja. Okay, nichtsdestotrotz glaube ich, durch das 11. Haus geht es ebenfalls nochmal um Menschengruppen, Menschlichkeit vor allem auch, aber das 11. Haus, da geht es ebenfalls auch um Wunscherfüllung. Es geht also darum, dass du deine Träume Wirklichkeit werden lässt durch Neptun und vor allem, dass du da unbedingt lernst, auf deine Intuition zu hören. Dass du lernst, auf dich selbst zu hören, auf deine Intuition zu hören, aber vor allem geht es auch darum, aus der Komfortzone rauszugehen, weil dafür steht Krebs übrigens auch. Bei dem 11. Haus geht es um Wunscherfüllung. Es geht darum, dass du dir Wünsche erfüllen darfst in Bezug auf deine Träume. Das ist das, was ich ebenfalls hier wahrnehme. Meine Lieben, ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl, was hier eine andere Person betrifft. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl. Warte mal. Ich muss diese Karten. Das lässt mich jetzt hier nicht locker. Ich muss es jetzt machen. Ich muss wissen, was es damit auf sich hat. Was hat es hier mit dieser anderen Person auf sich? Weil ich bin davon überzeugt, hier zeigt sich eine Person. Es kann sein, dass es ein Krebs ist. Es kann sein, dass es ein Wassermann ist. Es kann aber auch sein, dass es ein Fisch ist. Warum Fisch? Weil Neptun über Fisch herrscht. Und das 11. Haus herrscht über Wassermann. Es kann aber auch sein, dass diese Person dir wohlgesonnen ist. Es kann aber auch sein, dass es darum geht, dieser Person noch einmal zu verzeihen. Es geht bei Neptun ebenfalls auch um Vergebung. Vergebung, Empathie und Mitgefühl. Dass du Empathie für eine gewisse Person entwickelst, dass du lernst, diese Person zu vergeben. Möglicherweise war es ein Freund oder Freundin oder ist gerade noch, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz glaube ich, ich muss mal ganz kurz wissen, was es mit meinem Gefühl auf sich hat. Mal sehen, was mir jetzt hier die Karten sagen möchten. Okay, was ist das jetzt hier mit dieser anderen Person, die nicht das ist, was sie vorgibt zu sein? Was ist das jetzt hier? Was würde ihr dazu sagen, lieber Engel? Okay. Zwei Karten. Einmal die hier. Guck mal, okay, alles klar. Der Bote der Emotionen. Das habe ich ja vorhin alles schon vorgelesen. Also es kann wirklich sein, dass es wirklich eine Person ist, die unglaublich liebevoll ist, aber das nicht zeigt. Das kann der Fall sein. Und rausgefallen sind jetzt hier die Neun der Füller. Wahrscheinlich war das jetzt auch gerade eine innere Angst von mir. Das kann sein. Oder bei einigen anderen von euch, weil du aus einer ganz bestimmten Person bisher nicht so richtig schlau geworden bist. Es kann sein, dass diese Person sich in der nächsten Woche ebenfalls öffnen wird. Ja? Okay, die Neun der Füller. Das Leben ist wundervoll. Deine harte Arbeit und Hingabe an deine Träume wird dir großen Frieden und Zufriedenheit schenken. Nimm dir Zeit, stille Momente der Reflexion und Entspannung zu genießen. Nimm dir die Freiheit, dich mit kleinen luxuriösen Geschenken zu verwöhnen. Du hast die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit verdient, die du jetzt genießt. Also bei dieser Person habe ich das Gefühl, ja, diese Person kann mit hoher Wahrscheinlichkeit diese oder hat bisher die Gefühle eventuell nicht so richtig zum Ausdruck gebracht durch Neptun hier. Das wurde nicht so richtig gezeigt. Das kann schon sein. Ja? Aber nichtsdestotrotz sieht man hier eine unglaublich hohe Sicherheit durch die Neun der Füller. Nicht nur unbedingt finanziell, aber auch das Gefühl von Sicherheit, das Gefühl von Geborgenheit auch irgendwo. Ja. Das sieht man hier. Also ich sage nochmal, achte bitte darauf, wie du dich in Gegenwart bestimmter Personen fühlst. Ja, das ist unglaublich wichtig. Meine Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle nächste Woche. Ich wünsche euch einen schönen Nikolaus und sage bis dann. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.